Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL Football. Wir sind zurück im Zero Chill Event, haben die 15. Challenge der Ironman OOP Snowball Fight Serie zu spielen. So, Julian Edelman vom Wide Receiver zum Cornerback. Wenn ich das richtig sehe, führen wir mit 28 zu 27, 3 Minuten 45 noch zu spielen im vierten Quarter. Ja, mit einem Pünktchen. Dann schauen wir doch mal, dass wir unseren Gegner, das Zero Chill Team, genau bei diesem Abstand lassen oder diesen Abstand sogar noch ausbauen. Aber ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, ist das Zero Chill Team jetzt gleich in Ballbesitz. Das heißt, wir müssen da mal schauen, dass wir es schaffen, das Team vom Scoren abzuhalten. Bei einem Punkt heißt es natürlich, mit einem Field Goal, mit einem erfolgreichen Field Goal Versuch, würden wir schon in Rückstand geraten. Das heißt, wir müssen wirklich sehen, dass wir sie aus der Scoring Range ihres Kickers heraushalten. Je nachdem, was wir für Windverhältnisse haben, also sollten sie nicht näher kommen an die eigene Endzone als an bis an die 35-Yard-Linie. Müssen wir gleich mal schauen, wie die Konstellation hier genau ist. Der Vorspann. Eddie George, Terrell Owens, die Marcus Ware auf Seiten meiner Cowboys, Deion Sanders, Calvin Johnson und die Andre Hopkins auf Seiten des Zero Chill Teams. So, dann stellen wir mal unsere Defense ein und gucken mal, was wir hier haben. So, wir haben einen ersten Versuch und 10. Wir liegen mit einem Punkt noch vorne. Das Zero Chill Team hat diesen ersten Versuch an ihrer eigenen 10-Yard-Linie. 3 Minuten 45 noch zu spielen. Da würde ich dir mal sagen, da blitzen wir doch diesmal mit besonders viel Freude. Weil vielleicht schaffen wir sogar einen Safety oder aber zumindest einen frühen Punt von sehr weit hinten. Laufspiel? Nein, doch keine Laufspiel. Da kommt der Pass von Roethlisberger und der war richtig gut. First Down an der 37-Yard-Linie von Jeff Heath. Da haben wir uns doch durch die Ballübergabe täuschen lassen. Durch dieses Play-Action-Manöver. Erster Versuch und 10 an der 37-Yard-Linie. So, und gleich beim 2. Versuch geht Roethlisberger übel zu Boden. Wird den Ball aber gerade noch nach vorne los. Deswegen ist es kein Sack. Eine Incompletion. Zweiter Versuch und 10. Haben wir eine Flagge, das sah nach einem False Start in der Offense aus. Ja. False Start, Offense. 5 Yards obendrauf. Ja, da kann man sich schon ärgern. Heidewitzka, Herr Kapitän, sagte sich da mit Sicherheit gerade Mike Tomlin. 2. und 15, 3 Minuten 7 noch zu spielen im vierten Quarter. Schneller Pass, oh, sehr schöner Spin-Move. Das ist ein neues First Down an der 47-Yard-Linie. Starke Reception hier von Richard Sherman, der eigentlich Cornerback spielt in San Francisco seit dieser Saison. Erster und 10 von der 47-Yard-Linie. Incomplete Pass von Roethlisberger. Der war schlecht geworfen. Muss man Big Ben leider so ankreiden. Wir haben einen zweiten Versuch und 10. Vollständiger Pass. Boah, was für ein Hit von Xavier Woods. Da hat er mal einen ausgepackt. Dritter und 6 und wir sind kurz vorm Two-Minute-Warning. Ah, ob sie da noch einen Snap hinbekommen werden? Nein. Da kommt der Pfiff. Wir sind in den letzten 2 Minuten des Spiels. Der Ball liegt bereits über der Mittellinie, also an meiner 49-Yard-Linie. Es gibt einen dritten Versuch und 6 für das Zero-Chill-Team. Set, 20.
Vollständiger Pass. Hat das gereicht für First Down? Ganz enge Nummer. Es hat gereicht. No Huddle Offense jetzt des CEO Chill Teams. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie. Oh, das war ein Mist-Tackle. Ein Fumble. Und da geht der Ball aber ins Aus. Viel Glück hier für das CEO Chill Team. Sammy Sideline ist ja immer bei der Offense. So, erster und 10 an der 16-Yard-Linie damit. Das CEO Chill Team ist in der Red Zone. Kiaha geht in Motion. Der kam fast durch. Jack war der Running Back hier. First and Goal an der 5. Riesendrive des CEO Chill Teams. Und zum ersten Mal wird er hier unterbrochen. Ryan Shazier sackt Ben Roethlisberger. Das heißt, wir haben einen Second and Goal von der 11. Wieder Druck. Ein Sack und ein Fumble und diesmal wird er auch direkt gecovert. Turnover an der 21-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für meine Dallas Cowboys. Puh. Das hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Das CEO Chill Team hat noch eine Auszeit. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal über Eddie Josh, damit wir die Uhr wieder ans Laufen kriegen. Wir laufen mal über die linke Seite. Oh, das ist ein... Da ist ganz viel Platz. Eddie George erst an der 26-Yard-Linie zu Boden gebracht. Das CEO Chill Team nimmt seine letzte Auszeit und Coach Tomlin ist ziemlich angepisst. So würde ich diese Geste mal werten. So, erst noch ein 10 an der 26, eine Minute und eine Sekunde noch auf der Uhr. Das CEO Chill Team hat eben seine letzte Auszeit genommen, haben also jetzt nicht mehr die Möglichkeit, die Uhr in irgendeiner Form nochmal anzuhalten. Eddie George kommt bis an die 22-Yard-Linie. Logisch, da laufen wir jetzt hier in aller Ruhe nach Hause. Mit einem Pünktchen Unterschied bin ich nicht traurig, wenn ihr einfach nur auf Zeit von der Uhr läuft. Das ist Ezekiel Elliott, der ein neues First Down für meine Cowboys rausholt. Der Ball ist an der 15-Yard-Linie. Erster Versuch um 10. Und wir sind gleich schon unter 30 Sekunden Restspielzeit hier im Quarter. Eddie George, immer noch Eddie George. Der nimmt einfach nur den Kopf runter und truckt sich nach vorne. Touchdown Cowboys. Da kann man sich auch schon mal, ach, hier geht ein bisschen pumpen. Nett verkehrt. Pumpen hilft immer. So, der PET ist auch gut. So, und jetzt haben wir eine 8-Punkte-Führung. Das heißt, das CEO Chill Team braucht einen Touchdown und eine erfolgreiche Two-Point-Conversion, um das Spiel hier noch ausgleichen zu können. Der Kick ist unterwegs. Der Return wird aufgenommen an der 4-Yard-Linie. Und zurückgetragen bis an die 26-Yard-Linie. 17 Sekunden, keine Auszeit. Damit muss Ben Roethlisberger jetzt versuchen, irgendwie sein Team nochmal in die Endzone zu führen. Geht gleich in den Hail Mary-Modus. Erster und 10 an der 26, 17 Sekunden noch auf der Uhr. Der Ball tickert herum und dann fällt er zu Boden. Incomplete Pass. Zweiter Versuch. Einer Hail Mary. Abgefangen, Interception. So, und damit ist das Spiel durch. Das war die entscheidende Szene hier im Spiel. Wir machen jetzt noch, gibt noch einmal einen Handoff zu Eddie George. Und damit endet das Spiel. Wir schlagen das CEO Chill Team 35 zu 27. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.